Sie haben nach mir gerufen, Eure Majestät? Ja, mein lieber Richter. Ich habe Ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen. Geht es um meine neue Krawatte? Nein, sie passt zwar nicht zu Ihnen, aber das ist Ihre Sache. Oh. Meine liebe Cousine vom Sonnensteinstock braucht mich. Und während meiner Abwesenheit benötige ich eine Vertretung. Oh, ja, natürlich. Ich verstehe, Majestät. Euer Majestät! Majestät, ihr seid der beste König der ganzen Welt. Ja, so mutig und so klug und so wunderschön wie niemand sonst. Bienenwachs, Bienenwachs, hören Sie mich? Ja, selbstredend, klar und deutlich, Majestät. Nun, ich denke, Maya wird ihre Sache sicher gut machen. Maya? Sie lebt ja nicht mal im Stock. Eben, Maya hat hier keine Aufgabe, für die sie fehlen würde. Bringen Sie sie bitte zu mir. Ganz wie Sie wünschen, Eure Majestät. Rate, wer das ist. Stopp! Auf der Stelle sofort, ihr unnützen Wieseninsekten. Ich weiß nicht, Maya Thekla vielleicht? Nein, falsch. Ich gebe dir noch einen Tipp. Das ist absolut absurd. Bienenwachs! Ja, Willi, genau richtig. Maya? Oh. Du sollst unverzüglich in den Bienenstock kommen. Die Königin hat dir etwas Wichtiges mitzuteilen. Mir? Ja, aber freu dich nicht zu früh. Es könnte auch unangenehm für dich werden. Was soll schon unangenehm sein? Sie braucht bestimmt nur Hilfe. Mach einen schönen Knicks vor der Königin Maya. Um die Honigproduktion muss sich Maya nicht kümmern, nicht wahr, Richter? Natürlich nicht, Euer Majestät. Maya? Dann ist alles geklärt. Hier. Sei eine gute Königin, bis ich zurück bin. Das ist eine große Ehre. Danke, Majestät. Aber warum haben Sie nicht jemanden ausgesucht, der die Regeln besser kennt als ich, wie, der Richter zum Beispiel? Mit den Regeln kennt sich der Richter gut aus, das ist wahr. Sogar besser als ich. Doch eine Königin braucht Herz und Verstand. Na gut, ich werde mein Bestes geben, Majestät. Wenn der ganze Sand in die untere Schale geflossen ist, bin ich wieder zurück. Du bist nun die wichtigste Biene im ganzen Stock, Maya. Das heißt, du musst für die anderen Bienen ein Vorbild sein. Ich verstehe, Eure Majestät. Nun denn. Tja, heute ist ein ganz besonders schöner Tag. Ich gehe jetzt spielen. Nicht so hastig, das kommt nicht in Frage. Die Königin muss im Stock bleiben, bei ihrem Volk. Immer? Aber natürlich. Na schön, dann mache ich ein kleines Schlummerchen. Halt, 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 halt. Hä? Die Königin hat keine Zeit zum Schlafen. Es gibt viel zu tun. Mir nach, komm.